Willkommen zu einem neuen Spiel und dieses Spiel wurde mir ganz, ganz oft auf TikTok vorgeschlagen als eines der coziest und entspanntesten Spiele überhaupt und zwar Pekoi und ich dachte mir, wir spielen das jetzt mal, denn es kam im Juni raus, da haben einige Leute gesagt, da muss noch ein bisschen was passieren, es gab jetzt einige Updates, deswegen würde ich gerne einmal mit euch reinschauen und hier auch die Frage an euch, kennt ihr das Game, habt ihr es schon gespielt, denn in diesem Game spielen wir nämlich eine Katze und wir servieren Tee und es ist unfassbar süß, unfassbar cozy und deswegen bin ich sehr gespannt. Schauen wir mal rein und man hat auch einen Sandkastenmodus und dann let's go. Dankeschön, dass du die Early Access von Pokeo spielst. Much like the town of Pokeo, we are still under construction and you may experience some bugs while playing. Also ist gerade noch in Bearbeitung, es kann sein, dass wir ein paar Fehler entdecken. If you'd like to report a bug, use the F2 key or click the bug report button in the top right corner. Also falls wir irgendwelche Bugs sehen, sollen wir das mit F2 reporten. We appreciate your understanding, patience and feedback as we work on our final release. Okay, alles klar. Oh, süß. Entschuldigung, ich muss manchmal so oft süß sagen, aber ich liebe so diesen Stil einfach schon. Okay. Ein fresh start is exactly what I need. Ein neuer Start ist genau das, was ich brauche. Ein neues Kapitel in meinem Leben. Ein langsamer Ort, eine kleinere Stadt. Ich frage mich, was Pekoi sein wird. Die Werbung für dieses Dorf hat nicht viel gesagt. Ich muss auch sagen, ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich bin eher jemand mittlerweile, wo ich sage, ich möchte unbedingt ländlicher leben. So dieses Mitten in der Stadt ist nichts für mich. Ich finde es unfassbar schön, wenn du Felder um dich rum hast, auch wenn es irgendwo außerhalb ist. Ich bin früher in dem übelsten Schwabendorf aufgewachsen. Ich musste 1,5 Stunden fahren, um überhaupt mal in Stuttgart zu sein. Deswegen, ich bin ein Fan von Feldern, Natur, ruhig. Okay. Zu schön, um wahr zu sein. Ich hoffe, das ist kein Betrug, kein Scam. Wir kommen an. Pekoi, wir kommen jetzt an. Ich glaube, ich werde es früh genug herausfinden. Zeit, ein neues Adventure zu starten. Aber es ist eigentlich interessant, dass man direkt durch eine Werbung in ein Dorf zieht, als anstatt erstmal dorthin zu reisen, um sich anzuschauen, ob man dort überhaupt leben möchte. Das kennt man ja auch ganz oft von Goodbye, die Auswanderer und so Zeugs oder Goodbye, Deutschland. Man darf niemals verwechseln, dass es immer etwas anderes ist, wenn du in einem Land Urlaub machst und dieses Urlaubfeeling mit diesem Land oder dem Stadt oder Dorf verbindest, als wenn du dort wirklich einen Alltag hast. Kann klappen, muss aber nicht. So, süß. Howdy there und willkommen, das ist Taffy. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Du musst neu in unserer Stadt sein. Mein Name ist Taffy Bartholomew. Bartholomew. Und es ist eine Freude, dich hier zu treffen. Das ist der beste Ort überhaupt. Ob das der beste Ort überhaupt ist. Eine knifflige Frage. Das ist es definitiv. Du bist jetzt in Pekoi Town. Oh, wow. You are currently undergoing some renovations, so it doesn't quite look like the... dein Haus wird gerade noch renoviert, also es sieht vielleicht gerade noch nicht so aus, wie es im finalen Zustand aussehen wird. Aber ich bin mir sicher, dass es bald in einer Tip-Top-Shape ist. Pekoi ist eine kleine Stadt, filled with passionate tea makers. Oh, die gefüllt ist mit passionierten Teemachern. Oh ja, so eine Teezeremonie. Ich bin jetzt auch voll auf Matcha hängen geblieben. By the way. Es gibt ganz viele Arten von Teehäusern hier. To satisfy whatever. Und damit du quasi jede Teesorte, nach der du verlangst, bekommst. Cool. This is where we tea house is expecting a new owner soon. Dieses Teehaus hier bekommt bald einen neuen Besitzer. Arriving on the next train. Er kommt jetzt in den nächsten Zug gleich an. Okay. Das bin ich. Oh! Der labert mich einfach voll, weiß gar nicht, dass ich hier der Owner bin. If you could fill this form, also wenn du hier das bitte unterschreiben könntest, würde es mir sehr helfen. Okay, mein Name ist auf jeden Fall Gnu... Miau. Ich habe Geburtstag im Sommer und zwar am 8.
Okay, Custom, das passt alles, ne? Yes, passt. So. Oh, wow, danke dir, Gnu-Miau. Ich leite das Post Office hier. Ah, okay, also die Poststation. Also werde ich, so I see a lot of, also sehe ich ganz viel Handschriften. If you don't mind me asking, what drew you to your town? Falls es dich nicht stört, wollte ich dich fragen, was brachte dich hierher? Ich wollte unabhängiger sein. Oh, wunderbar! Das habe ich, I've made a note of that, okay. Why don't you head inside and I'll meet you by the window? Warum gehst du nicht rein und ich treffe dich am Fenster? Geil. Okay. Gehen wir mal rein. Süß. Okay. Ach, süß. Take a look around. Ah, schau mal alles um. Ich werde hier noch ein bisschen Paperwork machen. Okay. Wow. Dieser Ort ist... Oh, cute. Okay, da kann ich ja alles anschauen, ne? Schon süß gemacht. Das geht nicht auf. Ah, doch geht's. Was ist das? Jemand hat sein Journal hier verloren, also sein Tagebuch. Sieht aus wie ein Brief. Looks like it belongs. Es sieht aus, als würde es zu jemandem gehören, der Chai Won heißt. Es ist auf jeden Fall an ihn adressiert. Ach so, an mich? Okay, willkommen, Neuling. Welcome to Pokeo. Willkommen zu Pokeo. Dieses Teehaus war mein Zuhause für viele Jahre und ich hoffe, dass du dich hier bald auch wohlfühlen wirst. Ich bin wahrscheinlich schon weg. Aber ich hoffe, du würdest, but I hope you find the parts that I've left behind helpful. Ich hoffe, dass du die Dinge, die ich zurückgelassen habe, auf jeden Fall für dich hilfreich und bequem findest. You have your work cut out for you, but you are not alone. Okay, especially once you receive your first spirit visitor to the tea house. Also quasi sobald der erste Besucher in mein Teehaus kommt, wird es mir sehr gefallen. There's pages about the tea house town and town folks. Ah, okay, da gibt es quasi jetzt eine Seite um alle Teehäuser, Stadt und um alle Stadtbewohner. Aber sind wir da nicht voll die Konkurrenten? There are options and page where I can save my progress too. Ich kann meinen Progress speichern. And there are some cards and space for me to keep track of tasks. Wow, this is a pretty helpful journal. Das ist ein sehr hilfreiches Tagebuch. Ja, voll gruselig. Da macht einfach jemand Notes über uns. So. Hier haben wir einmal den Resident. Taffy ist ein Him. Taffy is our town greeter and postcard. Also der begrüßt quasi alle, die in die Stadt kommen. When he's not working the post office, he's running around. Wenn er nicht Post austrägt, läuft er herum. Aber wir können auch quasi hier uns anfreunden. Er mag Süßes, Honig. Was er nicht mag, ist Bitter, Lemon und Grapefruits. Da kann ich quasi gucken, was die mögen. Currently at post office. Das ist ein kompletter Tagesablauf. Boah, hey, stellt euch mal vor, wie... Datenschutz? Das ist ja schon Stalking, was hier gemacht worden ist. Der ist von 5 bis 9 Uhr immer zu Hause. Ich weiß genau, wann er schläft und wann er was tut. Der Typ schläft auf jeden Fall 8 Stunden jeden Tag. Okay, was haben wir hier? Recipes, okay, Rezepte, Fragezeichen. Okay, cute. Taffy, hold me to have a look around. Let's try some of these cards. Okay, ich sollte mich ein bisschen umschauen. Ich schreibe mal das hier. And pin it. Ah, okay. Ich schreibe jetzt was und pin es irgendwo hin. Then I can hide it in the task tab when it's complete. Or I want to focus on something else. Ach, ich kann mir kleine Notes machen. Woo. The rush of turning simple tasks into a to-do-list. Boah, Leute, ihr wisst nicht, wie viele To-Do-Lists ich immer hatte, die ich dann immer neu gemacht habe. Makes me feel like I'm really getting things done and making some real progress. To-Do-Lists sorgen dafür, dass er immer das Gefühl hat, er kommt voran. Oder du hast dir so eine lange To-Do-List geschrieben, dass du dich komplett überfordert fühlst und dich nur ärgerst, weil du nichts davon geschafft hast. Ich brauche mehr. If you need additional help, press ESC to even navigate controls. Yes, okay, da kann ich quasi... Hände, Kamera, die kann ich ranzoomen. Ah, okay. Das sind quasi jetzt die Steuerung und Rotate. Wo kann ich rotaten? Ah, okay, hier, süß. Gut. Okay, unpack shelf. Oh, I should probably unpack. Also ich kann es alles anpacken. Oh, süß. Was haben wir hier? Oh, ein Teppich. Nice. Aha. Cute. Ah, ich kann das alles hier wegputzen. Das ist ja süß, den ganzen Dreck. Oh, okay. So, wunderbar. Jetzt kann ich mit ihm reden. Hallo, alles fertig. Danke für deine Geduld.
Und wow! Sie ist, looks like, du siehst aus, als wärst du really spruced up the place. As, genau, das ist sehr, ich habe alles aufgeräumt. Das sieht alles schöner aus. All the dusk has made my throat a bit dry. Dieser ganze Staub hat meine Kehle ein bisschen trocken gemacht. It's been about 5 years since someone set paws in the house. Schon 5 Jahre her, dass hier jemand eine Pfote ins Haus gesetzt hat. I was wondering if you could make... Also ich würde mich... Ich frage mich, ob du mir eine Tasse Tee machen kannst. Oh, natürlich. It doesn't look like you have any teaware. Sieht so aus, hättest du keine Teeware, mit der du es machen kannst. Aber zum Glück habe ich etwas mitgebracht. Ein Welcome Gift. You received a modern starter tea set. Yay, für Anfänger. Everything you need for making a perfect cup of tea. Alles, was du brauchst, um eine perfekte Tasse Kaffee zu machen. Yay, Breakfast Tea Bag und ein Milch und Zucker. Although, I gotta admit, I would have thought you'd have your own running a tea house and all. Oh, nett. This is all new to me. Das ist alles neu für mich. Oh, was? Warum hast du das nicht gesagt? Ich kann dir bei den ersten Steps helfen. Wie geil. Ich will ein Teehaus aufmachen. Hab keine Ahnung, wie man ein Teehaus macht. Ja, bitte. Okay, dann fangen wir an. Nimm die Objekte und klicke sie an. Start by picking up the kettle to fill it with water. Okay, dann nehmen wir mal den Kaffeebecher. Move the kettle under the water. Ah, hier, ne? Oh, süß. Okay. Ah. Ah, und hier serviere ich den dann für die, die schauen zu. Kinda cute, würde ich sagen. So, okay, dann machen wir das jetzt an. Click to set it down and then start heating the water. Es fängt schon an zu heaten, sehr schön. Das ist schon süß. So. Möchte ich auch irgendwie anpingen? Nee. Sunday! A day of spring. Das heißt, es ändert sich hier auch die Jahreszeit. Wahrscheinlich ändern sich dann auch die Tees. So, not quite enough. Keep heating and click right click through the kettle. See the temperature. Okay, so. Also ich muss quasi rechts klicken, um zu sehen, wie heiß es ist. Und jetzt ist es heiß. So. Okay, jetzt muss ich es nahe zu Cup bringen und dann vorsichtig reinporen. Oh, voller Profi. Look at this. Yes. So, die Cup, ah, okay, die Tasse ist jetzt zu voll, um Ingredients einzuschütten. Oh, shit. Okay. Ein bisschen Milch rein. Passt nicht mehr, ne? Ich habe zu viel reingepackt. Mist. Zucker. Not enough space, nee. Verdammt. To take out a tea bag, click to the lid. Okay. Passt die bitte rein? Nee, ich habe nicht mehr genug Platz. Aber was mache ich dann? Wenn die jetzt zu voll ist. Und dann kann ich es noch umrühren. 180 Grad. 81. Problem ist halt... Oh, ich kann es auch ranzoomen. Ah, ich kann es auch abtrinken, oder wie? Ich trinke das ab. Das ist ja pervers. So. Ah, okay, so kann ich ein bisschen was rausnehmen. Okay, so. Okay. Hätte ich jetzt gern ein bisschen Milch. Stopp. So. Bisschen Zucker. Und dann noch ein Teabag. Und dann rühre ich das alles. Oh, süß. Oh, so. Ich mache noch ein bisschen Milch rein, wenn ich darf. So, noch ein bisschen. Okay. Dann rühren wir noch ein bisschen. Kannst du da bitte rein? So, jetzt. Oh, okay. Ich glaube. Okay, to press in the tea you've made, hold it and click the cup. Hier, bitteschön. Ich hoffe, es schmeckt dir. Das ist einfach Wasser mit bisschen Milch und Zucker und einem Teebeutel. Oh wow, das ist der perfekte Tee. Er lügt. Wir wissen alle, dass er lügt. Dankeschön, dass du, mit, dass du ihn für mich gemacht hast. Die Leute in der Stadt lieben Tee und eine gute Unterhaltung. Don't be surprised if you get visitors at your window who want to say... Wundere dich nicht, wenn du Besucher an deinem Fenster bekommst, die einfach nur Hallo sagen wollen und ein bisschen Zeit mit dir verbringen wollen, während sie ihren Tee trinken. Das würde mich nerven. I've get visitors at... Ich bekomme die ganze Zeit Besucher an meinem Fenster. Ey, das ist ja voll nervig. Okay. Wenn wir gerade schon von Briefen sprechen. Oh. Ich habe einen Brief hier in der Schublade gefunden. Ein Brief? Für wen? Für mich?
Jetzt schon? Wow, das ist wirklich beeindruckend. Von wem ist der? Von jemandem, der Charles One heißt. Ein Brief von Charles One, wow. Wer ist denn das? Oh, das ist eine sehr lange Geschichte. Ich bin mir sicher, du wirst mehr über sie lernen, wenn du mehr Zeit hier verbringst. Und wenn du alle Leute hier kennenlernst. Ah, okay, dann erfahre ich die Story. Es ist eine kleine Stadt. Und mit diesen Teemach-Skills, sobald du aufhast, wirst du auch noch viel mehr Leute kennenlernen. Ganz schnell. Naja. Ich will nicht unhöflich sein, aber dieser Ort braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit. Ich habe kein Geld. Das ist okay. Du wirst auf jeden Fall bald ein paar Bohnen verdienen. Quality over mess. Also Qualität über Dreck oder Unordnung. In order to effort some upgrades, you really should open sooner rather than later. Okay, also ich muss quasi Upgrades machen und dann wird's besser. Wo soll ich anfangen? Gute Frage. Du solltest auf jeden Fall den Major Pambe in dem Major Office treffen, um mich zu registrieren, um mein Business anzumelden. Er hat alles, was du brauchst. Okay, oh wow. Schau mal die Zeit an. Ich muss auf jeden Fall mich auf den Weg machen. Ich muss ein paar E-Mails sortieren. Tschüss. Ciao, Kakao. Okay, there's where you can see more information about the tea. Ah, okay, hier sehe ich die Informationen. Ach, krass. Ach so, oh krass. Da sieht man Milch, weiße Zucker, Breakfast Teas und wie lange ich den habe ziehen lassen und alles. Oh, crazy. Cool. Okay, ich sollte anfangen, hier ein bisschen den Major Poem Palm zu treffen. Da ist er doch, rein da. So, hello my friend. Hallo und willkommen zur Pokeo Stadthalle. Auch bekannt als das Büro. Hahaha, ist mein Büro. Du musst der neue Teehausbesitzer sein, wenn ich mich nicht vertue. Ich bin Gnu Miau. My goddess, what a pleasure. Oh mein Gott, es ist so schön, dich hier zu treffen. Du kannst mich Pambe nennen und ich bin quasi der Bürgermeister von Pokeo. Okay, Niat. Ich sag einfach Niat. Keine weiteren Fragen? Nein. Nun. All of the business in Pokeo must... Also alles, was geschäftlich ist, muss hier auf jeden Fall registriert sein, damit du überhaupt öffnen kannst. Wie ich verstanden habe, bist du hier gekommen, weil du quasi ein Teehaus übernehmen möchtest. Ist das korrekt? Yes. Als erstes müssen wir ein bisschen Papierkram erledigen. Merly wird dir quasi bei den Formularitäten helfen. Hopefully you have a name in mind for your tea house. Oh Gott, mein Teehaus braucht einen Namen. Das wird der Name deines Businesses sein und Leuten helfen, dich zu finden. Just sign in here. Okay, wie heiße ich denn? Was gibt's denn alles? Es gibt Green Tea, es gibt Matcha Gnu. Ich nehme Matcha Gnu. Matcha Gnu. Auch eine Matcha, auch Kaffee sein kann. Wunderbar. Ich bin mir sicher, dass er sehr beliebt sein wird. Na, es gibt ja auch nur 10 Stück hier. Now, all that's left is a quick business. Alles, was noch bleibt, ist auf jeden Fall, geht auf jeden Fall schnell. Don't be nervous. It's more of a formality, also Formalitäten, really. To make sure you know how to actually run a tea house at all. Also, ich werde jetzt erfahren, wie ich das überhaupt handle. Also, ein kleines Tutorial. Let's head over to get the Matcha Gnu now, shall we? Okay. Das ist gut, dass der mir hilft, weil ich habe keinen Peil. Das sieht furchtbar aus, mein Haus. Kann man aber noch ganz süß einrichten und alles pimpen. Deswegen, das gefällt mir sehr. So. Okay. Dieser Ort sieht anders aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ich habe ihn schon lange nicht mehr besucht, glaube ich. Okay, es braucht auf jeden Fall viel Arbeit. Regardless, your shop is where customers can come to order a cup of tea. Okay, unlike your private window where friends and residence cats might visit to request a cup, the space is strictly for business. Okay, also da hinten, wo ich arbeite, ist nur für den Businessbereich gedacht. Bean Business. Beans? Ja, Beans sind unsere Währung. Ach, witzig. You can use the beans you earn to purchase, also quasi kannst die Beans, die du verdienst, dafür ausgeben, dass du mehr Zutaten, Teeware und Dekoration hast. Oder benutze sie für was auch immer du magst. I like to use mine, a new sewing material for my hat. Er mag es quasi, das eine auszugeben, um neue Hüte zu kaufen. Wie auch immer. Cats werden auf jeden Fall in dein Haus kommen und Tee bestellen. Rede mit ihnen
See what specify requests or whims they may have. Okay, also ich muss quasi auch genau fragen, wer quasi was möchte. Ja, das stimmt. Sometimes a customer might feel in the mood for something fruity or earthy. Also quasi die Vorliebe. Manche mögen es fruchtig, manche mögen es herb. Oder vielleicht mögen manche ganz bestimmte Zutaten. Fulfilling the customer's order with something that satisfies the whim will earn you one happy customer. Ich will mal kurz ganz genau wissen, was whim ist. So, give me a whim. Whim ist in Deutsch wunderlich. Da steht whimsical. Whim an sich. Gucken wir mal, was whim ist auf Deutsch bitte. Laune. Ah, okay. Je nachdem, wie ihre Laune ist. Oh, und Bienen und Bohnen natürlich. Wie auch immer. It goes the other way too. Es geht auch in die andere Richtung. If you don't listen to the customers and give them something they didn't order, they won't. Ah, okay. Wenn ich ihnen nicht gebe, was sie mögen, dann sind sie unzufrieden und sie werden mich nicht einmal dafür bezahlen. Typisch Katze. Since you already know how to make tea, let's give it a try. Okay. Er kommt quasi jetzt einmal nach hinten und bestellt sich was. Okay. Ich soll so tun, als wäre er ein Kunde. Und, okay, also, hallo. Ich bin eine Katze, die jetzt in der Stadt ist und ich habe gehört, dass du ein tolles Teehaus hast. Hallo, was kann ich dir geben? Oh, tolle Frage. I'm craving some mint. Das habe ich leider nicht. Not to worry. I keep a fresh supply of mint on me at all times, just in case I get a craving. Ah, hat immer Mint quasi dabei oder Minze, falls er darauf Lust hat. Here, I place it directly in your inventory. Ah, cool, ich habe jetzt Minztee. Nice. Just make sure you take out the mint when preparing the ingredients. Inventory, okay, aus dem Inventar. Every tea house has its own inventory. Why don't you accept my tea order and I will talk you through it. Okay. Dann, I'd like to order some mint. Muss ich da jetzt hin? Something with mint, except. So. Let's begin. Start by selecting ingredients. This is a list of recipes. Okay, ich muss quasi die Ingredients wählen. You can click a recipe to see what ingredients you have to match that recipe. Later, when you discover recipes with specified ingredients, they will automatically add it for your convenience. If you'd rather look at your ingredients by category, click to ribbon toggle at the top. Okay, wollen auf jeden Fall Recipe, Milk Tea Bag. Wir haben doch hier auf jeden Fall noch irgendwo so Minze. Yeah. Here you can see all the types of tea. Okay, da haben wir nur Black Tea drin. Yeah. Hier haben wir quasi Milch und die Süßungssachen und hier haben wir Minze. Yeah. Das will er ja. So geil, miau, miau. You can see your selected ingredients on the top. Hier. Okay, ich glaube, wir brauchen das. A herb with a fresh cooler. Er will einfach nur Mint haben. Er mag es aber süß. Deswegen würde ich tatsächlich auch noch Zucker mit reinpacken. Ja, das hätte ich auch gerne. Und was mag er noch? Sweet. Laurel. Da haben wir aber noch nichts. Okay, damit wäre ich dann happy. Okay. Ich wäre damit to go. So, here you can select teaware. Click at the tea set. Okay. Da haben wir nur das. You can see all of the selected teaware. Aber ich habe ja noch nicht mehr, ne? Geil. Okay, ich nehme das. Passt. Let's go. Der Synchronsprecher. Miau, 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 miau. So. Dann machen wir mal Tee. Süß. Ich glaube, es kann richtig cute werden, wenn du hier... Oh, das ist ein Sputz. Muss man hier ein bisschen putzen. Ich glaube, das kann richtig cute sein, wenn du hier halt echt alles schön machst und aufräumst. So, jetzt warten wir erstmal. Hier sieht man das Boiling Water. Schon süß, was sich so für Spiele so mittlerweile entwickelt haben und gemacht worden sind. Schon keine cute, muss ich sagen. Okay, ich glaube, dass das passt. So. Machen wir jetzt mal ein bisschen was rein. Wir wollen ja auch noch Zucker reinhaben. Und stopp. So, wollen wir noch Zucker? Eins, zwei. Und dann noch einen Mint. Machen wir ein bisschen mehr Mint rein, oder?
So, der hat hier seine ganzen Mintblätter dabei. Too many ingredients, okay. So, und jetzt würde ich sagen, rühren wir um. Look at this. Irgendwie wirkt es noch nicht so ganz magical, finde ich. Weiß nicht. Ich hoffe, das passt. Bitteschön. Ach so, ich puste das. Dann machen wir ein bisschen Minzblätter noch rein, oder? Too many ingredients. Kann ich noch ein bisschen Wasser reinfüllen? So, stopp. Okay, so. Okay. Ich möchte es gern servieren. Ja. While holding the cup, click the customers to present it. So, hier, bitteschön. Ich hoffe, das schmeckt schön rein mit dem heißen Wasser. Quite right. Das ist doch gut. Dankeschön. Ja. Ich glaube, der kommt nie wieder. Miau. Pokeo is a small town and community. We are like... Pokoe ist eine kleine Stadt und wir sind eine Community. Ist wie eine kleine Familie. Making tea for beans is great. But the real heart, there is the residence. We make tea because it's something we love to do. Okay. Yeah. I recommend visiting the other tea houses and business around town. Ah, ich soll mich quasi den anderen vorstellen und wahrscheinlich von denen lernen und deren Skills nehmen. Never ever würde das im echten Leben funktionieren, ne? Dass jemand dir sowas verrät. Yeah. Okay. Ciao, Kollege. Wow. So. Okay, und was würde er sagen? 200 B, dafür habe ich 200 Bohnen bekommen. Ist doch schon mal was. So, machen wir den ganzen Dreck hier weg. I should use journal to keep the track and keep... Okay, hier kann ich quasi... Meine ganzen Nachbarn muss ich jetzt treffen. Meet Bongcha, Michi, Minchi. Okay, das ist meine To-Do-List. Ich will erstmal hier ein bisschen aufräumen. Das ist so furchtbar dreckig hier. Ich ertrage das nicht. I can't. Okay, das ist also mein Business hier jetzt. Okay, yes. And I can start keeping track of what I like or dislike. Okay, jetzt erstmal schön bei den Leuten einschleimen. So, da haben wir wieder unsere Homebase. Schon süß, aber ich würde das jetzt gern alles noch ein bisschen schöner machen, wenn es geht. Okay. So, dann lass uns mal rausgehen in die Stadt. Wow! Jeder ist so nett bis jetzt. Ich kann es kaum erwarten, alle anderen zu treffen. I'm guessing Chai One was the previous owner of this house. Also Chai One hat quasi dieses Haus hier davor gehört, bevor ich hier drin war. Von dem haben wir den Brief. And I wonder how it got to be like this then. It's almost like a haunted house with how run down it looks. Rattle. Irk, maybe it's more haunted than I thought. Also er hat Angst, dass es irgendwie... verflucht ist, weil der Typ ist ja nicht mehr da, ne? Deswegen... Oh, was ist denn das? Pew! How? It's been a while since... Ah, das ist eine Weile her, seitdem ich schon mal jemand Hallo gesagt habe. Bist du ein Geist? Ein Geist? Das ist ja krank. Keine Angst, ich helfe dir. Gott. Vielleicht hast du schon mal von mir gehört. Oder von einem meiner Cousins. Oh. Nun ja, ich bin ein Teesprite. Oho. Ja, cool, nicht wahr? Total. I wanted to say hi. Ich wollte Hallo sagen und mich dir vorstellen. Tea Sprites are all over Pokeo. Each tea house has their very own Patreon Tea Sprite. Ah, der hilft mir, so ein Unterstützer. Und schön, dich kennenzulernen. Oh, das ist es, nicht wahr? Was, wie soll ich dich nennen? Ich bin... Oh, eigentlich erinnere ich mich nicht mehr an meinen Namen. Ich bin schon sehr lange eingeschlafen. So long, in fact, it feels like time completely stopped. Es fühlt sich so, als wäre die Stadtzeit komplett angehalten. A lot seems to have changed around here. It's a little more rundown that I remembered. Es hat sich einiges geändert. Ich sehe ein bisschen alles runtergekommen aus. Ich bin hier schon sehr lange. Ich habe dem vorherigen Besitzer geholfen. Chai Wan? Ja. Woher weißt du das? Sie hat mir eine Note hinterlassen. Ah, eine Ghost Note. Nur eine normale Note. Oh, I guess she wrote it before she is quasi hat es geschrieben, bevor sie gestorben ist. Well, ich bin jetzt hier, um dir zu assistieren. Okay. And I'd love... Oh, bitte die Stimme. And I'd love it if you could give me a name. Er will einen Namen haben. Nerviges... Etwas. So. Wow, nerviges Etwas. Was für ein toller Name.
Oh no, that was so close. I figured I'd let you in one or little secret. Ah, okay, er möchte mir ein kleines Geheimnis sagen. Ein Geheimnis? Ein Geheimnis ist ein starkes Wort. Eher ein Tipp. Wie auch immer. What I wanted to talk to you about is T-Points. Ich möchte mit dir über die T-Punkte sprechen. Was sind denn T-Punkte? Ich bin so froh, dass du fragst. Die T-Punkte sind super wichtig. Mit jeder Cup, mit jeder Tasse Tee generierst du Energie. Ah. We refer to them at T-Points, which are affected by the ingredients. Ah, also quasi je nachdem, was für Zutaten ich nehme, umso mehr Energie gibt es. The T-Points help to support and sustain your tea house in the town. Any questions so far? Nein. Neat, huh? So, not be rude or anything. Okay, oh, wir weiterreden. Dann mach weiter. We really need some T-Points, so we can get some upgrades. Also wir brauchen die T-Punkte, mit denen können wir erst upgraden. If you want to collect 50 T-Points. Ah, ich möchte, dass du 50 T-Punkte sammelst. Keine Sorge, es wird ernst, es wird einfach sein. We start bright and early in the morning. Wir fangen ganz früh am Morgen an. Say while you were gone, one more package got delivered for you. Seitdem du weg bist, wurde ein Paket dir noch geschickt. Ich habe reingeschaut in die Box. Es ist dein Kissen. Warum klickst du nicht einmal auf dein Bett? You, who knows what tomorrow will bring. Wer weiß, was morgen für ein Tag sein wird. Bis jetzt. Tschüss, bis später. Okay. Dann gehen wir nochmal rein. Ich habe ein Pillow bekommen. Wo denn? Ah, unter meinem Kissen. Sunday Days. Ah, jetzt kann ich schlafen. Ach, okay, das meinte er. So kann ich quasi pennen. Aber ich wollte doch eigentlich in die Stadt. Oh nein, ist der schon wieder da? Ich wollte doch jetzt einfach mal in die Stadt gehen, Brody. Let me go. Guten Morgen, Gnu-Miau. Ich liebe Morgen. Morgende, Morgen. Ich liebe es, früh aufzustehen. Getting up bright and early makes me excited for the possibilities. Oh mein Gott. Früh aufzustehen ist immer so schön für die Possibilities, die vor einem stehen, die Möglichkeiten. Wie geht es dir? Bist du eine Morning Person? Ja, ich bin wirklich ein Early Bird im echten Leben. Bleh. The only kind of worms I want are gummy worms. Die einzigen Würmer, die ich mag, sind Gummiwürmer. But it's our first full day here in Pikioi. And I'm sure you want to explore. Ja, ich möchte bitte unbedingt erforschen. Du hast doch ein Letter. You were asking about a letter from Chai Won yesterday, right? Du hast noch einen Brief gefragt. If you want to learn about her, Min would be a good person to ask. Mit dem müssen wir eh sprechen. Also er sagt quasi, mit Min müssen wir reden, um mehr über die Person herauszufinden, die vor uns in dem Teehaus gelebt hat. She should be at her tea house. Sie sollte in ihrem Teehaus sein. Das erinnert mich daran. Irgendetwas ist für dich angekommen, für sie. Hier. Bong Cha was supposed to pick it up. Also Bong Cha müssen wir eh besuchen. Der hat es für sie angenommen, was für sie ankam. If you're going by anyways, would you drop off the package for me? Ja klar, ich hol's für dich. Danke dir. Los geht's. Okay. I really gotta run. Ich muss los. My mail route takes me all over Pokeo. Also er geht quasi überall durch Pokeo durch, weil alle haben die Pakete, die sie verlangen. But if you ever want to check when I'll be home, look at the schedules. Ja. Ich sehe quasi im Schedule, wann er daheim ist, weil ansonsten ist er nur unterwegs. Okay, you can also see when my little shop is open. Okay, super. Come by next time, you need to restock on ingredients. Aber ihm kann ich die Zutaten auch aufstocken. Okay, ciao, Kollege. Congratulations, you are now a full-fledged resident of Pokeo. Okay, ich bin jetzt quasi ein Bewohner von Pokeo. Time will start passing from the point forward. You're free to explore the town, meet your neighbors and make tea. Nice. War jetzt also Tutorial ist jetzt zu Ende. Oh, nice. Okay, wir müssen mich hier treffen. Closed. Die sind alle geschlossen. Hat der offen? Kommen wir gar nicht rein. Voll die süßen Häuserchen. Okay, dann gucken wir doch mal hier. Ist auch closed. Kann ja gar nirgends rein. Looks like no one's home. Die wollen ja alle gar nicht besucht werden, die Schweine. Okay. Ah, hier kann ich rein. Hier. Min, ai, Bongcha. How many times have I told you to stop sneaking around and around? Sorry about that. Tut mir leid. Er sagt, es nervt, dass du hier immer einfach rumschleißt. Oh, du bist gar nicht Bongcha. Nein, bin ich nicht. Du bist auch nicht Taffy. Wo ist er? Taffy hat mir gesagt, wer bist du? Sorry, ich habe noch nicht offen. Komm später zurück. Ich bin neu in der Stadt. Oh, du bist ein neuer Bewohner. Das habe ich nicht mitbekommen.
Der denkt sich bestimmt, scheiße, schon wieder ein Konkurrent. Ich habe ein Letter gefunden. Also ein Brief. Von wem? Vom Chae Won. Oh, nun. Was sagt er? You read mind the letters. Ich lese den Brief vor, den wir in unserer Schublade gefunden haben. Oh, ist irgendwie traurig jetzt, ne? I think I'm done without. Ich habe keine Lust mehr, mit dir zu reden. Ich bin sehr beschäftigt. Tschüss. Oh, der ist wahrscheinlich mit der ganzer gut gewesen. Ist traurig. Boah, sind denn das hier für Leute? Michi, hallo. Du musst der neue Besucher sein. Ich bin Michi. Ich leite das Teehaus hier direkt nebenan. Sie ist spezialisiert auf Powder Tea und Matcha. Oh, das ist voll meins. I always happy to teach more people about the delicate art of Matcha Tea if you ever want to stop by. Also quasi er kann quasi mir Matcha beibringen. Ich habe auch so ein Matcha-Tee-Set bekommen mit so einem kleinen Bürstchen. Das ist ja so eine richtige süße kleine Zeremonie, die man macht, wo man seinen Matcha aufschäumt und alles. Ist schon sehr süß. Und das ist Bongcha. Ah, okay, schön dich zu sehen. Ja, ebenso. Sorry, wegen Min. I doubt that was the introduction. Ich bezweifle, dass das die Vorstellung war, die Begrüßung, die du dir vorgestellt hast. Nein, mir tut's leid. Ach, das muss dir nichts leid tun. Sie ist es nur slow to warm up. Es dauert, bis sie sich Leuten öffnet. Ja, genau das. Und du bist? Ich bin Gniu Mao. Schön, dich zu treffen. Und willkommen zu Pokeo. What is it? Ah, ich habe einen Brief und ein Paket. Ein Brief von Chae Won. Oh mein Gott, vor Min? Oh, vor mich, also an mich. Oh, das erklärt einiges. Chae Won was our dearest friend. Ach, wahrscheinlich ist Min traurig, weil er oder sie keinen Brief bekommen hat. And my grandmother. Ach so, das ist die Großmutter von ihm. Sie ist weg, sie ist gestorben vor 5 Jahren. Wir vermissen sie sehr. Was steht im Brief? Bongcha. Das macht man nicht. Was? Sie war meine Großmutter. Oh, fein. Keep it yourself. No, it's okay, here. Oh, danke. Kein Problem. Okay, sie lesen jetzt den Brief. Dankeschön, dass du es mit uns geteilt hast. Ja, danke, denke ich mal. Oh, Bongcha. Min und Chae Won waren sehr eng miteinander. She's likely feels hurt that there wasn't a letter for her. Ja, ich glaube, dass es ihr wehtut, dass kein Brief für sie da war. Das glaube ich nämlich auch. Opening up old wounds. Alte Wunden öffnen ist nicht gut. Sorry. Das ist nicht deine Schuld. Taffy said she might want to see. Taffy sollte es vielleicht sehen. Du musst verstehen, sie ist alt und very set in her ways. She will come around. Also sie quasi sehr... Sie ist halt schon alt und hat halt so ihren Charakter schon, aber naja. Was ist das Paket, das du gebracht hast? Oh, hier. Okay, ich habe das Paket ihnen gegeben. Oh, ist das... Weren't you supposed to pick that up from Taffy? Darfst du das überhaupt von Taffy nehmen? Oder für Taffy nehmen? Naja, Gnu Miau hat es mir gebracht, also sollte das Problem gelöst sein. Was? I know what it is and it's a duplicate order. I don't actually need it anymore. You know what? Because I'm feeling generous, why don't you take this Gnu Miau? Oh ja, danke, gib mir das Paket. Es ist nämlich doppelt bestellt worden, er braucht es nicht mehr. Geil! Oh, ein Glas-Teapot. Oh, schön. Ich will doch auch eines Tages eins haben. Wir sprechen mit Min. Komm morgen wieder. Es war schön, dich zu treffen. Ja. Oh, tschüss. Ich will auch von dir jetzt Matcha lernen, bitte. Matcha. Ich habe das Paket abgebracht. Hallo, Gnu Miau. Was für ein toller Tag. Du hast ein, do you have a favorite letter of the alphabet? Mine is probably S. Ob ich einen favoriten Buchstaben habe im Alphabet, seiner ist S. Es macht mich so gut. Es lässt mich so gut mich anhören. Plus, all my favorite things start with S. Like sugar and sweets. Also alle meine Lieblingsdinge fangen mit S an, wie Zucker und Süßigkeiten. Ja, interessant. So, kann ich, wahrscheinlich finde ich, ich glaube, dass ich 100 Pro für diese Min... Ah, es geht noch nach oben, aber oben schlafen alle. Ich glaube, dass ich für diese Min, hier sieht man übrigens die Uhrzeit, die läuft nämlich, ist gerade jetzt gleich 8 Uhr morgens, kann ich 100 Pro, finde ich da auch noch einen Brief, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. So, dann gehen wir mal zurück. Open. Stelle ich mich quasi allen vor und lerne Tee. Mjörn. What a beautiful wooden bird. Was für... the cat is startled and drops the wooden bird, breaking off a piece of the wing.
Ups, sorry. Ah, ich habe quasi so einen hölzernen Vogel gesehen, angefasst. Der ist jetzt kaputt gegangen. Oh nein, oh, das tut mir leid. Wer bist du? Oh Gott, ich bin Gnudrun. Ich bin hierher gekommen in die Stadt. Oh, the old rundown one. Ah, okay. Du lebst quasi im runtergekommenen Haus jetzt. Ja, deswegen bin ich hier. Hm, tut mir leid wegen dem Vogel. Ah, ist okay. Nothing a bit of wood glue. Also nichts, ist nur ein Stück Holz. Kann mit Kleber wieder gefixt werden. Oder vielleicht lasse ich es auch so. Machst du viel mit Holz? Ja. All of the buildings in town I built. Ah, er hat die ganzen Gebäude quasi gebaut. Including your old rundown one. Auch deins. Thought it was not so rundown when I built it. Es ist nicht so runtergekommen gewesen, als ich es gebaut habe. Aber ich kann es fixen. Hm, vielleicht. Wenn du guten Tee machst. Okay, now leave me be. Okay, jetzt lass mich. Okay, der hat gar keinen Bock auf mich. Gar nicht so nett eigentlich. Hm. Gar nicht mal so freundlich. Hier ist auch open, da sind noch ganz, ganz viele. Da lernt man dann quasi, ich muss mich, wie viele Leuten habe ich mich eigentlich schon vorgestellt? Let me looky looky. Sehe ich doch hier in meiner Liste. Oder? Wo sehe ich meine Liste? My list list? Sehe ich gar nicht mehr. Wo ist meine To-Do-List? Kann ich wieder ins Haus gehen? Genau, und was ist so süß? Irgendwie erinnert mich das an Banjo-Kazooie. Dieses Wii-Wii-Wii. Ja, ach so, da kann ich nur dahin. Und hier komme ich so hin. Okay, interessant. So, hier haben wir noch einige Leute. Kardamon! I wonder if I should plant the Eletaria Cardamomum closer to the shed. Also irgendwas will er näher an die Hütte bauen. But what is the climate? Wahrscheinlich irgendeine Pflanze. Or maybe it might do better in the sunroom. Vielleicht ist es auch besser im sonnigen Raum. But then it might get... Und dann wird es vielleicht, because geht um eine Pflanze. Dann bekommt sie vielleicht zu viel Sonne. Ich würde sagen, die Scheune. Hm, vielleicht hast du recht. Oh. Hallo. Sorry, ich habe dich nicht gesehen. Du machst also viel Gartenarbeit. Ja, in der Tat. Ich bin Pokeos offizieller Gärtner. Or rather the official Botanist. Okay, ein Botanist. But I also tend to lots of the plants around the town. Ah, dann kriege ich von dem bestimmt so Minzblätterzeug und sowas, oder? Stimmt. Named after my father's favorite plant. Hoho. Aside from the regular gardening, I also help out the flower and fish with my wife Tamsin. Das ist ganz schön viel, was du machst. Also er macht doch quasi, er hilft seiner Frau beim Fischen und Co. Oh, it's hardly a core. Not nearly as much as Taffy does around town. Ah, well. I must be finding a spot for this plant. Nice to meet you and see you around. Okay. Hier haben wir nicht wirklich viel Bock. Hier hat jemand einen Tee, kann es sein? What kind of tea? Are you joining me for tea? Ja. Well, I could hardly call myself the town botanist if I don't know how to brew my carefully grown tea. Ah, okay, er bringt uns jetzt eine Teesorte bei. Loose leaf. Mhm. We need to brew it. Ah, okay. In an infuser. Infuser come in all shapes and sizes. It's like plants. Some infusers are baskets that you put on your cup before adding the tea leaves. Okay, also erklärt uns jetzt quasi, was wir dafür brauchen. Dafür brauchen wir nämlich was anderes, um es zu boilen. Other infusers come in ball form. You want to fill them with tea leaves before dropping in the cup. Yes, loose leaf tea can seem complicated, but it must have skill for any new spring tea. Also du brauchst, glaube ich, auch einen gewissen Skill, um gewisse Teesorten machen zu können. Warum probierst du es nicht mal? Okay. Dann let's go. So. Dann machen wir mal Tee. Also es gibt vier verschiedene Formen. Und du kannst quasi dann, je nachdem, es sollen, glaube ich, bei Loose Tea sollen nämlich jetzt zuerst schon mal die Sachen rein, glaube ich. Click on the Fuser Basket. Okay, 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 so. Ich glaube, dass ich das aber jetzt auch schon mal alles reinpacken kann, oder? Oh, shit. Add Infuser Basket first. Aber er meinte doch, ich soll die Sachen jetzt schon reinpacken. Ah, oder kann ich das jetzt hier? Ah, und jetzt ist es drin, oder? Jetzt habe ich das reingefüllt. Ah, okay, okay. So, langsam heiß, ne? Keine Ahnung, ob das gut ist, was ich hier getan habe. Noch ein bisschen Milch. Ich will den...
kriege das nicht auf. Doch. Ich will den Matcha unbedingt machen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich hier tue. Nee. Können wir... Genau, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon was reingepackt. Nee, das funktioniert irgendwie nicht. Das auch nicht. Kann ich es irgendwie damit füllen? Oder damit? Ah. Kann ich das rausholen? Ja, okay, ich kann es rausholen. Das geht nicht. Kann ich das da reinpacken? Ah, und dann kann ich es reinpacken. Ah, süß. Okay, verstehe. Kann ich das nochmal bitte umrühren? Nee. Okay, Kollege, ich hoffe, es schmeckt dir. Der verdammte Löffel backt. Nein. Das ist wirklich gut. Von Glückwunsch. Die sind, glaube ich, alle nur nett. Why don't I send you along with some loose tea and infusers just to get you started? Oh, er gibt mir das. Oh, nett. Dankeschön. Oh Gott, dieser dumme. Sorry, der Löffel. Cool, das haben wir jetzt neu gelernt. Süß. Süß, süß. Oh, hallo. I don't believe wir haben uns noch nicht getroffen. Ich bin Gnumiau. Hallo, es ist so schön, dich zu treffen. Mein Name ist Tamsin. I run the local bed and breakfast with my husband. Ah, okay, das ist sie, die ist auch fischt, oder? Through I wasn't been seeing very much business lately. Also sie hat schon sehr viel, wenig... Through we haven't been seeing very much business lately. Warum? Ah, the town just doesn't bring it many people. Also sie haben, zurzeit läuft es businesstechnisch nicht so gut, weil es kommen nicht so viele Leute in die Stadt. One of the thief houses even had to be abandoned after its loss. Ah, das ist meins, nachdem quasi eines der Teehäuser jetzt verlassen ist, nachdem der Besitzer gestorben ist. Things haven't been the same since. Seitdem ist nichts mehr das Gleiche. Hm, jetzt bin ja ich hier. Oh, das habe ich nicht bemerkt. Du bist also der neue Bewohner. Hopefully we will see you and some new customers around. Hoffentlich sehen wir dich bald und neue andere auch in der Gegend. Okay. Also wir suchen quasi alle Leute, müssen höchstwahrscheinlich immer gucken, wann wer in seinem Haus ist, um dann neue Ingredients zu lernen. Ich frage mich halt, wann Leute in mein Teehaus kommen oder wann Leute mich besuchen kommen, ob es da auch Zeit gibt. Click the tea making button in the bottom corner. Und dann kann ich einfach für mich Tee machen. Aber ist ja gerade keiner da, ne? Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich mich allen vorstellen. Und dann kommen die zu mir. Und dann muss ich verschiedene Teearten lernen. Und dann kann ich quasi mein Haus pimpen. Ich finde das Game soweit echt cute. Ich finde, man redet am Anfang ein bisschen viel. Also ich weiß nicht, ist ja Geschmackssache. Ich bin immer eher der Typ, der sehr gerne schnell reingeht. Ich liebe das Design. Ich werde gucken, ob es für die Switch gibt, weil ich hätte echt Bock, das im Bettchen zu spielen und mein Haus zu pimpen. Das fände ich, glaube ich, ganz cute. Das macht, glaube ich, echt viel Spaß zu dekorieren, zu pimpen. Ich habe aber ein paar Steam-Kommentare gesehen, die halt sagen, für Leute, die das jetzt wirklich Stunden spielen wollen, ist es nach einer Zeit öde, weil du irgendwann keine Aufgaben mehr hast und du irgendwann halt die ganzen Teesorten gelernt hast und der Tag sich wiederholt. Deswegen ist gerade für solche Games, die für mich echt Potenzial haben, weil sie eine coole Grafik haben, super cozy sind, süß sind, man hat direkt Bock zu dekorieren, man hat Bock, die Teesorten zu lernen, dann Updates zu bringen, dass man sagt, hey, es gibt jetzt auch noch irgendwie neben Tee Kaffee, es gibt Kuchen, man kann Leute anstellen, dass man dann das Spiel weiterentwickelt, weil, wie gesagt, mir gefällt es sehr, aber ich merke schon so ein bisschen den Drive, okay, ich habe mich jetzt introduced, dann mache ich Kaffee und Dekoration, was kommt noch? Vielleicht spielt ihr das Spiel ja und könnt mir sagen, da kommt noch viel mehr und da ist noch mehr, oder habt ihr es gespielt und merkt, das bestätigt genau das, was ich gesagt habe. Das würde mich sehr interessieren, weil je nachdem würde ich da noch gerne ein paar Stunden mehr drin verbringen. Wenn ihr aber sagt, hey, das ist dann nach 3 Stunden durchgespielt, wäre es interessant für mich zu wissen. Sonst gucke ich mal, ob es das für die Switch gibt. Aber so vom Stil, absolut lovely, liebe ich. Auch von der Handlung, vom Coziness-Grad, absolut cool. Und ich habe Bock, auch die Tees, wie man die anrichtet, super süß. Aber ich bin gespannt, was noch im Game passiert. Aber das werdet ihr mir sagen. Ich bedanke mich jedenfalls, dass ihr dabei wart bei diesem Cozy Game. Bin gespannt auf eure Meinung. Sagt wie immer Danke über einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr freuen, über ein Abo auch. Und empfehlt mir wie immer gerne weitere Cozy Games.